Willkommen zurück zu meinem letzten Teil meiner Aufnahmesession heute. Dann spiele ich ja schon knapp 6 Stunden. Oder so. Ja, ich bin wieder zurück hier in diesem Tempel. Also willkommen bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. In diesem Tempel hier sind wir stehen geblieben und dann dummerweise gestorben, als ich versuchen wollte, dann zum Schluss da mal alle Spiegel auf das mittlere zu machen, weil ich mir gedacht hatte, Mensch, wenn das hier angestrahlt wird, bringt das auch nochmal was, aber es wird ja schon angestrahlt, wie man sieht. Von daher eigentlich total dämlich, dass ich das nochmal versuchen wollte. Ich habe dann extra nochmal drauf geachtet, ich bin ja wie gesagt gestorben. Und da war am Anfang in der Mitte die Platte ganz oben. Und dann gab es gar keinen Lichtstrahl. Also wenn die Platte ganz oben ist, gibt es gar keinen Lichtstrahl. Die gab es erst, nachdem ich ein so ein grünen Kristall hier von den mittleren drei nicht mehr beleuchtet hat und hier diese Platte, wo ich gerade rausspringe, eins runterkam. Dann gab es einen Strahl hier oben von der Mitte aus. Da, wie wir sehen, geht der Strahl hier entlang, wird da reflektiert und geht dahin zurück, da durch und dann da drauf. Also von daher, es ist schon bestrahlt, man muss da nichts weiter gucken oder machen. Das war echt blöder Versuch von mir, beziehungsweise blöder Tod. Ich bin ja deswegen gestorben. So, wir gehen jetzt wieder raus hier. Die Paddlergötter, Fahrmänner der Seelen. Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von zwei Göttern gesteuert. Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguarpaddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Okay. So, da hinten leuchtet, da ist ein Überlebensgrab. Überlebensversteck, nicht Grab. Her damit! Somit hätten wir hier alles. So, und raus geht's dort oben. Nicht runterfallen. Wir müssen doch erst noch speichern. Okay. Bin ich denn jetzt überhaupt schon wieder? Hallo? So, geht doch. Aha. Konnte man sehr schlecht sehen, dass man da hinspringen muss. Oh je, Mini. Unfassbar. Eins. Zwei. Und drei. So. Ach so, hier sind wir schon wieder. Ah ja, das war der Rückweg. Okay. Sehr schön, wir haben es geschafft. Wo auch immer es da drüben hingeht. Einerseits würde ich das echt gerne noch probieren. Jetzt weiß ich nicht, ob das meine geworfene Axt jetzt vereitelt hatte oder ob man da generell nicht hinkommt. Wir speichern einfach mal erstmal. Neue Fähigkeiten verfügbar. Wie viele haben wir denn? Ein. Brauchen wir nicht. Ach so, ja klar, wir haben was Neues gefunden. Das gucken wir uns jetzt mal an. So. Genau. Das hat man letzten Teil ja gekriegt. Das
Wurde uns allerdings auch schon beschrieben, was es ist. So, wir gehen jetzt nochmal hoch und probieren es noch einmal. Es sieht irgendwie so verdächtig aus, dass man da rüberspringen kann. Hui! Okay. Dann halt nicht. Ein Eimer. Den hatte ich vorhin nicht gesehen, das stimmt. So, wir sind wieder zurück. Ah, shit. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein Lager. Ich muss mich schon erstmal wieder umziehen. Ich glaube, hier oben gibt es auch noch irgendwo ein Lager. Bin mir jetzt aber gerade echt unsicher. Das Ding hat man ja schon gelesen gehabt. Ja, auf dem Marktplatz haben wir noch nicht geguckt. Hier oben gibt es wohl kein Lager. Aua. So, hier oben war ich aber glaube ich schon. Genau, hier geht's auch zum Markt. Ich höre ihn schon. Hier unten haben wir doch ein Lager. So, da haben wir es schon. Dann ziehen wir uns erstmal wieder um. So. Und dann gehen wir wieder hoch. Laufen macht so viel Spaß. Ha! Ich weiß nicht, hört ihr das? So ein ganz leises Glitzergeräusch, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Wetterumschwung heraus von abgeschlossen. Wow. Leicht zu überhören. Auf jeden Fall. So, wir sind wieder hier. Ich weiß schon gar nicht mehr so wirklich, was uns überhaupt noch fehlt zum Durchgucken. Können wir, nee, den hier in der Mitte können wir immer noch nicht lesen. Bitte was? Sagen alle dasselbe. Gibt's hier hinten was? Oder warum kommen wir hier hin? Nee. Ah, hier ist ein Teil zum Rüberschwingen. Aber erstmal gucken wir hier rein. Hier ist nichts. So, 2 von 3. Brauchen wir noch eins und den. Natürlich ein Vorteil, wie gesagt, wenn ich natürlich durch meine Freunde weiß, wo man hoch können und sowas. Vorausgesetzt, man kann sich das alles merken. Ist ja doch ziemlich viel hin und wieder.
Was haben wir hier? Oh, kurz vor der 100. Da ist schon eine Schlacht. Schulter an Schulter stellten sich Maya und Inka ihren Brüdern entgegen. Auf der einen Seite jene, die sich einen Rückzug und Neubeginn wünschten, auf der anderen diejenigen, die expandieren und benachbarte Gebiete einnehmen wollten. Okay. Wo geht's denn da hin? Hier geht es sogar noch höher. Gucken wir erstmal hier nach. Das hier sagt mir nämlich jetzt wiederum nichts. Yay, Azteken 100! Ein Bericht über Abkommen zwischen zwei Völkern. Die Brandrodungen, die die Maya beim Ackerbau einsetzten, erwiesen sich für das hiesige Land als ungeeignet und führten schon bald zu einer Lebensmittelknappheit. Um nicht zu verhungern, schlossen sie ein Abkommen mit den einheimischen vorinkaischen Stämmen, das ihnen neue Verfahrensweisen und Saaten einbrachte. Als erstes trafen die Kaufleute mit neuen Waren ein, gefolgt von den Bauern mit neuen Saaten und Techniken. Später kamen immer mehr der Fremden nach Paititi und übernahmen schließlich die Kontrolle über die Verwaltung der Stadt. Hm. Yay! Neue Monolithen freigeschaltet. Huch. Da ist aber immer noch leider geschlossene Gesellschaft, sage ich jetzt mal. So, hier kann ich nichts machen. Autsch, das tat bestimmt weh. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Mal schauen, wo es hier hingeht. Auf jeden Fall zu einer schönen, weiten Aussicht. Okay. Aztekisch. Zeremonienfackel. Dieser Stab hat einen improvisierten Steinschlossmechanismus, der dem europäischer Schusswaffen ähnelt. Die Kultistenpriester müssen ihn bei ihren Zeremonien benutzt haben, um die Menge in Ehrfurcht zu versetzen. Okay. Wo geht's hier jetzt schon wieder hin? Ach ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ach, noch langsamer würde ich nicht mehr hier durchgehen. So, das haben wir auch noch nicht. Hier kann man echt viel entdecken. Wir haben nur die halbe Stadt. Oder drei Viertel der Stadt. 12%. Eine Darstellung von Itzanan. Itzanna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzannas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Na super. Immer einerseits Heilung und gut und andererseits immer böse und Vernichtung. Komische Sache. Wo ist denn hier Gold? Okay. Da ist Gold, das sehe ich. Und auch noch Dokumente. Herrschaft Iskayavas. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayava nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Ja, da habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, bis natürlich die erste und zweite Generation gestorben ist und die dritte Generation an der Macht war, die wussten ja nichts mehr auf den Fehler von vor der ersten Generation. Und dann haben sie es bestimmt irgendwann wiederholt.
Eine Maske. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Cool, cool. Sonst noch was hier? Nö, ne? Zumindest nicht bei mir auf der Karte. Unga, unga! Da oben war ich doch gerade, oder? Okay, mehr gibt es hier wohl nicht. Ah ja, okay. Da ist ein Mann. Ne, da war ich ja vorhin schon drin. Ah. Herausforderung abgeschlossen. Wuhu. Ich glaube, uns fehlt jetzt noch eine Herausforderung, und zwar ein so ein Haken, wo wir uns einhaken müssen. Mal schauen, ob wir das auch noch finden. Aber ich denke mal, irgendwo auf jeden Fall. Beziehungsweise irgendwann auf jeden Fall. Gibt's hier was zu buddeln? Nö. Oh, eine Karte. Okay, da hinten waren wir zwar schon, jetzt gibt es aber was Neues. Oder, waren wir, nee, vielleicht waren wir da hinten auch noch gar nicht. Aber auf jeden Fall da, wo wir hauptsächlich auf jeden Fall schon waren, da gibt es nichts Neues. Das ist gut. Ist nur blöd, dass ich davon halt eben nichts mehr markieren kann. Ich meine, markieren kann ich es, aber ich kann es dann nicht sehen. Das ist halt das Blöde. So, da unten geht es nirgends hin. Müssen wir hier wieder runter. So, was haben wir hier? Boah, wir haben erst 42 von 145, ey. Ein Meilensteinabrieb. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Okay. Ich höre schon wieder so ein Geklitzer. Hier muss irgendwo etwas sein. Vielleicht meinen die damit den Auftraggeber, den ich hier noch habe. Der ist nämlich hier drin, genau, bei dem einen Artefakt hier auf jeden Fall noch. Jupp, deswegen klingelt das auch hier so. Schon wieder aztekisch, eine Patulli-Matte. Patulli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Xochitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Tja,
Mich würde es interessieren, wie das Spiel funktioniert. Das sieht irgendwie komisch aus. Ah, das ist wohl er hier, der so glitzert, weil das ist... Da müssen wir eigentlich auch hin. Als Nebenaufgabe, aber wie gesagt, ich will ja erst noch alles andere auch. Okay. So, rechts von mir ist irgendwo ein Überlebensversteck. Das will ich noch haben. Oder was ist mit dem hier? Unrato yetel, huacuxul macobe, letio pujagil, uchilancabilo paititi, huabella catictén, yetel machente en tu cultiqui, vale, bellin wole, chente en llante numuki lingualic, usasig sipile, sococuchu luquin le olal, una juchiva lunurato, ucupki mesicu culcan, tialusut lequino, maculpachi, yoxale tu culo bello, cuquimesalu yabili, le olal bacan mishmactic báltico. Okay. Oh, hier ist noch ein Dings. Ein Lager, das freut mich. So, hier haben wir das Überlebensversteck. Und dann sind wir auch schon fertig mit meiner Aufnahmesession von... Oh, da geht's hoch. Naja, wir gehen jetzt hier ins Lager speichern. Dann gehen wir halt doch nochmal kurz da hoch. Ah, oh, man will einfach nicht aufhören. Oh, 2 Fähigkeitspunkte. Was ist das ja eigentlich? Achso, die Ausdauermischung, jawoll. Herz des Jaguars. Drücken Sie F2, um Ausdauerpflanzen anzuwenden. Ausdauerpflanzen reduzieren den erlittenen Schaden von Nah- und Fernkampfangriffen. Das ist gut. Was ist das für ein Gegner? Der hat ja rot leuchtende Augen. Unfassbar. Effekt Ausdauer, Kräutermischung halten länger. Effektivität von Ausdauer erhöht. Weniger Schaden von Gift, Feuer und Explosion. Halten Sie beim Schwimmen länger die Luft an. Ja, cool. Das sollten wir auf jeden Fall alles machen. So, wir klettern hier jetzt noch hoch, um zu schauen, was es hier oben gibt. Nochmal so Kondorfedern. Oh, wo sind wir denn hier? Ein bisschen zickzack laufen, falls hier oben noch ein Überlebensversteck ist, was ich noch nicht sehen konnte. Hier gibt es immer ein Jade und ja, hier ist das Relikt. Aztekisch. Ein zeremonielles Räuchergefäß. Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommunizieren. Es riecht immer noch nach Kupal. Hm, interessant. Sieht cool aus. Hier hat man das geöffnet, was reingetan? Ein Weihrauchbrenner. In dem Wasser scheint es nicht zu geben, oder? Nö. Oh, hier haben wir noch was. Was haben wir hier? Berg mit silberner Krone. Die Tasche eines gewaltigen Berges. Der Gipfel dieses Berges verschwindet in dichten Wolken. Was die beiden kleineren Hügel an den Seiten des Berges darstellen sollen, ist mir allerdings ein Rätsel. Da haben wir doch den Berg der silbernen Krone, oder? Beziehungsweise mit der silbernen Krone. Okay, dann war es das jetzt aber. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück zum Lager. Wenn wir hier lebend runterkommen. So, wunderbar. Okay, dann gehen wir jetzt ins Lager und beenden die Aufnahmesession. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die letzten Teile, ich glaube 3 oder 4, ich weiß es gerade nicht mehr, sind natürlich in dieser Hinsicht etwas langweiliger als normal, weil
Ich war jetzt eigentlich nur mit Kennen in der Stadt beschäftigt, mit Suchen und Einsammeln. Und hier gibt es wirklich sehr, sehr viel. Also, ich will es natürlich, wie gesagt, auch versuchen, auf 100% zu kriegen, wie meine letzten zwei Tomb Raider-Spiele. Die habe ich auch alle beide auf den schwierigen Schwierigkeitsgrad, was am schwierigsten ist. Und habe es auf 100%. Das möchte ich hier natürlich auch hinbekommen. Also, tut es mir leid, wenn es ein bisschen langweiliger wurde, jetzt die 3-4 Teile. Trotzdem hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Könnt mir einen Daumen nach oben geben dafür. Und falls ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen und gebt doch ein Abo und dann seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es vielleicht etwas spannender wieder weitergeht. Ich hoffe es zumindest. Und ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Bürger Gameplays als Hobby. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf dem Kanal, auch mit meinen anderen Let's Plays. Und ja, bis denn. Tschüss.